Was geht ab, Leute? Euer Frips ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar, meine Freunde, heute GTA früher versus heute Outfit Special Folge. Und zwar habe ich in der letzten früher versus heute Folge abgestimmt gehabt, ob ihr Lust habt auf so eine Special Outfits Folge. Und über 1000 Leute haben gesagt ja, nur 6% haben auf Nein gedrückt. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein klares Ergebnis. Und da ist es auf jeden Fall. Ich hoffe, es wird euch auf jeden Fall gefallen. Nochmal ganz kurz, bevor das Video anfängt, Leute, ich muss euch ein paar Informationen raushauen. Und zwar werde ich immer die jeweiligen Trailer zu den DLCs damals raushauen, bevor diese Klamotten rauskamen. Vielleicht seid ihr nicht von Anfang an von GTA dabei, dann könnt ihr euch immer so ein kleines Bild machen. Und Freunde, das Ganze fängt als erstes an mit dem GTA Standard Charakter, damals als noch keine DLC-Klamotten gab. Und dann werde ich den GTA Online Trailer einblenden. Viele Erinnerungen werden vielleicht geweckt, aber Freunde, der Trailer geht 3 Minuten, aber schaut es euch ohne Scheiß an. Und ohne Scheiß, Freunde, gönnt euch das Video bis zum Ende. Das war auf jeden Fall sau viel Arbeit. Und Freunde, auf die letzte Folge GTA früher versus heute haben wir über 1800 Likes geschafft. Vielleicht schaffen wir hier auf diesem Video über die 2000 Likes, würde mich auch mega freuen. Und dann, Freunde, checkt auf jeden Fall auch noch meinen Kumpel Einansch aus. Er hat ein Video rausgehauen auf seinem Kanal, also supportet ihn, er ist Road to 2000 Abos. Ich habe ihn mal unten in der Videobeschreibung verlinkt, geht drüber, schreibt alle Hashtag FrapsArmy in die Kommentare. Und Freunde, vergisst auf jeden Fall nicht, mir ein Abo dazulassen und euren Daumen, wie gesagt. Und dann würde ich eigentlich sagen, wir starten mal mit dem eigentlichen Video. Mit Grand Theft Auto Online bringt Rockstar Games den Kern des Grand Theft Auto Erlebnisses in eine lebendige Online-Welt mit mehreren Spielen. Was du in dieser Welt machst, bleibt dir überlassen. Und dann kannst du deine Einkünfte ausgeben, um deinen Charakter anzupassen. Outfits, bevorzugte Waffen, Lieblingsfahrzeuge. Und wenn du richtig viel Kohle machst, legst du dir vielleicht ein Apartment zu, damit Freunde dich besuchen und bei dir abhängen können. Oder kauf dir eine Garage, fülle sie mit eigenen Fahrzeugen und nutze diese für Rennen zu Land, in der Luft oder zu Wasser. Oder mach eine Spritztour und gib an. Damals in GTA 5, meine Freunde, als es ganz neu rauskam, sahen die Leute so aus wie dieser Kerl hier gerade im Hintergrund. Ganz schlicht und einfach ein Tanktop, eine Shorts und Flipflops, mehr nicht. Ganz normale schwarze Haare, bisschen Tattoos und was sonst, Leute, eine billige Uhr. So sahen die Leute auf jeden Fall in GTA Online aus. Es war alles schlicht, da gab es nicht so viele Kleiderauswahl, da gab es keine DLC-Klamotten oder sonstiges, da gab es nicht mal Glitches, jeder sah ganz normal aus. Und zu diesem Zeitpunkt, meine Freunde, war ein bestimmtes Auto ganz beliebt, und zwar der Adder. Jeder ist diesen Adder gefahren, sobald er sich ihn leisten konnte. Damals war es einfach das geilste Auto im Spiel. Irgendwann im Laufe der GTA-Geschichte kam dann auch das Valentinstags-DLC dazu. Natürlich passend kamen auch bestimmte Fahrzeuge mit ins Spiel. Aber Leute, ein bestimmtes Outfit-Teil, und zwar die Unterhose vom Fraps-Outfit, kam natürlich da mit ins Spiel. Jeder von euch sollte die kennen, das ist mein Fraps-Outfit, und jeder kennt diese Herzchenunterhose. Und diese kam auf jeden Fall mit dem Valentinstags-DLC ins Spiel. Auf jeden Fall haben wir da auch die Gusenberg bekommen und natürlich ein bestimmtes Fahrzeug, und zwar den Roosevelt. Das wohl älteste Auto im Spiel derzeit in GTA Online. Auf jeden Fall war dieses Fahrzeug damals sehr gehypt, jeder wollte es haben, denn viele haben nämlich den Valentinstag verpasst und viele haben auch vergessen, sich die Herzchen und Hose zu kaufen, genauso wie viele meiner Kollegen, und jetzt bereuen dies auf jeden Fall, und ihr seht ja, das ist alles auf jeden Fall richtig fresh. Irgendwann im Laufe der Geschichte in GTA kam dann auch das I'm Not a Hipster Update. Und zwar, Freunde, sah das Ganze so aus, dass wir ein paar neue Fahrzeuge reinbekommen haben und viele neue Outfit-Teile. Ich muss ehrlich gestehen, schaut es euch einfach selber an. Damals, meine Freunde, sah man einfach aus wie ein Spast. Ich muss ehrlich sagen, damals sah man einfach aus wie ein Spast. Guckt euch einfach die Klamotten an. Es gab so karierte rote Hosen, dann gab es so komische Hemden mit diesen Hosenträgern und so weiter. Dann gab es so komische Hüte, Brillen. Also da gab es so echt komische Sachen, die kein Mensch eigentlich tragen wollte, aber trotzdem hat man es damals einfach getragen, da es einfach in Anführungszeichen neu und cool war.
Mit diesem Update, meine Freunde, kam auch der Panther mit ins Spiel, das meistgeglitschteste Auto bis jetzt. Früher gingen meine Glitches nur mit diesem Fahrzeug, das ihr gerade hier im Hintergrund sehen könnt. Und dieses Auto ist auf jeden Fall fresh gewesen und ich denke mal, jeder, der etwas länger schon GTA spielt, hat auf jeden Fall schon mal Kontakt mit diesem Fahrzeug gehabt. I know you've been complaining, but you weren't ready. You need crew to take a score. All right, first thing's a plane. Then we got a bus. We got the inmate transfer schedule, and that's a two-person job. You sure they're not following you? Fire, a little bit of finesse. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Irgendwann war es dann soweit, dass eines der beliebtesten DLCs kam, und zwar das Heist-Update. Mit diesem Update, meine Freunde, kamen die meisten Klamottenstücke, die es jemals gab, die meisten Masken auf einen Schlag mit ins Spiel. Außerdem, meine Freunde, etwas ganz Spezielles, und zwar die Heißtafelbag-Tasche. Die war damals sehr heiß begehrt und jeder wollte sie rausglitschen und heutzutage kann man sie sich gar nicht mehr wegdenken. Außerdem, meine Freunde, kam zugleich die Hydra mit ins Spiel und das ist eines der geilsten Jets im Spiel. Wir haben auch diesem Jet zu verdanken, dass wir jetzt Explosivmunition haben, statt ganz normaler Minigun-Munition an unseren Jets. Irgendwann kam dann auch das Allgotten Gains Update und zwar war es das größte Update, was so Autos und so weiter anging zu diesen Zeiten in GTA. Und zwar hat man dort, da gab es nicht mal einen Trailer zu diesem DLC, müsst ihr euch jetzt mal überlegen. Und das war eines der größten DLCs. Und damals hat man sich einfach so angezogen, man war einfach der Barbo im Spiel, sage ich jetzt mal. Goldketten und so, dann hat man sich Pelzmäntel angezogen, dann hat man immer so eine fette Brille gehabt, neue Haare kamen ins Spiel, man hat sich die Haare gegönnt und man sah richtig rich aus. Außerdem kam das beste Sportfahrzeug mit ins Spiel und zwar der Osiris, das meistbeliebteste Fahrzeug in GTA Online. Danach kam das Executives and Other Criminals DLC und ich muss sagen, dieses DLC war schon recht geil. Wisst ihr warum, Freunde? Weil mit diesem DLC haben wir Stelzenhäuser bekommen und die Yacht, Freunde. Das war schon richtig fresh, muss ich ehrlich gestehen. Es kamen auch ganz angenehme Fahrzeuge mit ins Spiel. Ab dort konnte man VIP sein, das allererste Mal. Und man hat Bademäntel und so weiter bekommen. Man hat einfach diese VIP-Klamotten bekommen, die jeder eigentlich kennt. Und ich finde das auf jeden Fall cool, denn mit dem Bademantel haben wir damals sau viel angefangen. Sowohl auch war dieses beliebteste Auto zu diesem Zeitpunkt einfach die Mamba, die ihr gerade hier im Hintergrund zieht, weil man konnte sie damals richtig geil glitschen. Und das war einfach das bekannteste Auto von diesem DLC.
Gerade letztes kam das Bikers-Update, meine Freunde, und dort sah jeder genauso wie hier im Hintergrund aus. Klar, ist ein weiblicher Charakter, aber dennoch sah fast jeder eigentlich so aus. Es gab auch coole Fahrzeuge wie dieses Trike hier mit den drei Rädern. Auf jeden Fall war das ein echt cooles DLC. So, das soll es dann aber auch schon gewesen sein mit dem Video. Ich muss aber nochmal anmerken, meine Freunde, und zwar fehlen immer zwischendurch mal das eine oder andere DLC, weil ich nicht jedes verwendet habe. Zum Beispiel Lowrider DLC fehlt, weil ich mir gedacht habe, falls ihr noch eine Folge wollt, meine Freunde, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn wir auf dieses Video hier 2300 Likes schaffen, dann wird noch eine Special-Folge rauskommen und ich versuche das Ganze mit Outfits zu machen, und ansonsten werden andere Special-Folgen folgen von GTA früher versus heute. Und wie gesagt, Freunde, lasst mir auf jeden Fall auf diesem Video einen Daumen da, teilt es mit euren Freunden, Haustieren, mit euren Nachbarn, mit euren Arbeitskollegen, alles drum und dran, damit dieses Video wirklich seine Reichweite kriegt, die es verdient hat, denn es war wirklich sau viel Arbeit, dieses Video. Also Freunde, lasst mir wirklich euren Daumen da und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr neu hier auf dem Kanal seid. Außerdem möchte ich nochmal den Leuten danken, die mir hier bei diesem Video hier geholfen haben. Einmal Löppi, It's Abo, Mr. LOL, Frap Security, Simon und Gary. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und dann, Freunde, würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall meinen Kumpel Anel schon mal aus. Der hat auch ein mega gutes Video rausgehauen. Und schreibt ihm auf jeden Fall Hashtag FrapsArmy in die Kommentare. Und jeder, der bis hierhin geschaut hat, meine Freunde, schreibt jetzt erstmal unten in die Kommentare Hashtag Ghetto und schreibt mir eure Meinung zu diesem Video unten in die Kommentare. Dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.